Ein Polizist auf der Suche nach gestohlenem Weißmehl. Damals eine wertvolle Ware. Mehl ist während des Krieges rationiert. Die Suche wird zum Auftakt zu einer der größten Spionageaffären der Schweiz. Italienische Flugblätter. Viva la Revoluzione Proletaria. Es lebe die proletarische Revolution. Lage Norte. Bundesgericht Lausanne. Ich begebe mich auf die Suche nach Akten, die den Zufallsfund im Estrich dokumentieren. Erstmals lässt das Bundesgericht ein Fernsehteam in seine Archivräume. Ich finde bisher unbekannte Dokumente über die Spionageaffäre. Und auch die Flugblätter sind über 100 Jahre später noch feinsäuberlich aufbewahrt. Als Beweismittel. Ich stoße auf einen beschlagnahmten Pass, lautend auf einen Hans Schreck. Schreck, so wird meine Recherche bald zeigen, spielt eine Schlüsselrolle. Und ich realisiere, auch Waffen sind im Spiel. Handgranaten. Vorsicht, nicht verbeulen. Die deutsche Aufschrift. Stimmt doch etwas gar nicht. Da hat es noch viel mehr. Das ist jetzt aber wirklich eigenartig. Ja, äußer. Was? Flugblätter? Mit Aufruf zur Revolution? Nein. Was noch? Waffen? Sprengstoff? Nein. Was Granaten? Was für eine Aufschrift? Vorsicht, nicht verbeulen. Nein, aber das ist ja unglaublich. Gut, danke. Otto Häuser, eidgenössischer Untersuchungsrichter. Er soll den Waffenfund aufklären. Häuser ist ein Mann mit einer Mission. Für ihn sind die Waffen und erst recht die aufrührerischen Flugblätter eine Kampfansage. Otto Häuser war ein Mensch, offenbar, der sehr streng, sehr militärisch gedacht hat, sehr bürgerlich gedacht hat, bis sogar rechtsextrem. Also er hat in seinen späteren Jahren ist er wirklich nah an der rechtsextremen Bewegung gewesen. Wir befinden uns im Jahr 1918, in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Seit 4 Jahren tobt der blutige Krieg. Es ist ein wahnsinnig gewalttätiger Krieg, Millionen Tote. Und es läutet so etwas wie das Zeitalter der Extreme ein. Also es ist der erste Krieg mit unglaublicher Massengewalt, auch Massenvernichtungswaffen, moderner Technologie und auch Massenmedien und Propaganda. Die Kaiserreiche Deutschland und Österreich-Ungarn, Mittelmächte genannt, kämpfen gegen Frankreich, England und das Zarenreich Russland. Dieses Bündnis nennt sich die Entente. Später schließt sich auch Italien der Entente an.
Es war ein sehr gewalttätiger, mörderischer Krieg. Über 4 Jahre hinweg hat es jeden Tag durchschnittlich 6'000 tote Soldaten gegeben in all diesen Kriegsparteien. Man hat auch ganz neue Waffensysteme erfunden, wie zum Beispiel Panzer oder Gasgranaten. Gaseinsätze waren die ersten im Ersten Weltkrieg. Kampfgas. Also es war ein Krieg, der quasi auf industrieller Ebene geführt wurde und hat entsprechend auch zu einem unglaublichen Blutbad geführt. Also ein unglaubliches Massaker, das für die Leute von damals ein absoluter Schock war. Spionage wird in diesem Abnutzungskrieg ebenfalls zur neuen Waffe. Es ist das erste Mal, dass so viel in Nachrichtendienste investiert wird. Es wird schnell klar, dass Informationen in diesem Krieg von entscheidender Bedeutung sind. Deshalb nimmt Spionage in diesem Konflikt eine so wichtige Rolle ein. Die Schweiz war ein ganz wichtiger Spionagestandort, oder man könnte sagen Drehscheibe oder Plattform. Erstens, weil es neutral war. Das war für die befeindete Macht ein sehr wichtiger Punkt, weil es bedeutet, dass man Spionage nicht im Feindesland betreiben muss, mit einem sehr hohen Risiko, sondern dass man auf neutralem Boden den Feind ausspionieren kann. Die Schweiz wird zum Spionageparadies. Im Bundesarchiv in Bern finde ich denn auch unzählige Spionageakten. Während das kriegsführende Ausland überführte Spione sofort exekutiert, erhalten sie in der Schweiz milde Strafen und werden ausgeschafft. So finde ich hier das Verzeichnis der wegen Militärspionage in der Schweiz ausgewiesenen Ausländer. Hunderte von Spionen schickt die Schweiz zurück in ihre Herkunftsländer. Spionage war ein riesiges Business dazumal. Es gibt britische Schätzungen, 150'000 Spionen, die nachher noch Hunderttausende von Helfer, Seeler haben. Es sind ja verschiedene Organisationen, die katholische Kirche, auch Kriegsverwundete, die immer eine Informationsquelle waren. Die Kriegsverwundeten. Tausende kommen im Rahmen einer humanitären Aktion in die Schweiz. Und werden Teil des weit verzweigten Spionagenetzwerks. Das hat mit der Haager Landrechtsverordnung zu tun, dass die Schweiz sich bereit erklärt hat, vor allen Kriegsparteien die Kriegsverletzten aufzunehmen. Und das ist natürlich auch gerade wichtig für die Spionage, weil viele Kontakt aufgenommen haben mit den Kriegsversehrten. Von 1915 bis 1918 werden rund 70'000 Verwundete in der Schweiz interniert. Selbstverständlich dienen auch diese Menschen dem Nachrichtendienst als Quelle. Die haben zwar vielleicht nicht gewusst, was ist die grosse Strategie und was läuft als Nächstes, aber sie haben etwas können sagen über Taktiken. Wie gehen sie vor, wenn sie stürmen, gegnerische Festungen und Schützengräben angreifen? Sie haben etwas können sagen über die Stimmung, die hier herrscht. Und für das Wissen hat man sich interessiert. Das waren so wie kleine Puzzleteile, die man nachher sicher können ein Bild machen über das gegnerische Lager, wo man eigentlich sonst sehr wenig Zugang zu solider Information hatte. Die neue Spionageserie Davos 1917. Ganz formidabel. Erhöhen Sie die Dosis um 3 Gramm. Auch in der SRF-Serie werden Kriegsverletzte gepflegt und dienen den Geheimdiensten als Quelle. Sie mir jetzt nicht noch nach einem Platz bei den feinen Leuten an der Sonne verlangen. Tut es weh?
Spüren Sie das? Dann sind Sie bald soweit. Wo ist Herr Kohlmann? Ohne die Kriegsverletzten wären die Hotels leer. Die Aktion ist überaus interessant für die Schweizer Hotellerie. Denn der wichtige florierende Wirtschaftszweig ist durch den Krieg völlig am Boden. Es gibt keinen Tourismus mehr und die meisten Hotels stehen leer. Deshalb werden Internierte in Hotels untergebracht. Sie werden hier gepflegt und ernährt. Sie arbeiten auch. Sie werden ausgebildet. Und vor allem, die kriegsführenden Staaten zahlen für die Internierung ihrer Verwundeten. Das ermöglicht der Schweizer Hotellerie zu überleben. Mama! 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 Hilfe! Kann mir jemand helfen? In der Serie Kriegsinternierte helfen, die Lawinenopfer zu bergen. So auch in der Realität. Im April 1917 verschüttet eine Lawine einen Regionalzug. Kriegsinternierte helfen bei der Bergung. Die Kriegsinternierten, eine wichtige Spionagequelle. Die medialen Bedingungen im Ersten Weltkrieg sind ja ganz anders gewesen. Der Funk war gerade in den Anfängen. Luftüberwachung, ja, es hat ein paar Flugzeuge gegeben, aber noch nicht so viel. Und da ist einfach das Wissen von Soldaten vor Ort eine wichtige Informationsquelle gewesen. Zurück nach Zürich. Zurück zum Zufallsfund im Estrich und dem Beginn der großen Spionageaffäre, zu den Handgranaten mit der deutschen Aufschrift Vorsicht, nicht verbeulen. Vorsicht, nicht verbeulen, die deutsche Aufschrift. Vorsicht, nicht verbeulen. Ich finde das Foto der Handgranaten im Bundesarchiv. Untersuchungsrichter Häusser dokumentierte den Waffenfund akribisch. Seine Untersuchungen zeigen, ausgerechnet italienische Anarchisten haben den Estrich gemietet. Ich finde auch ein Bild mit beschlagnahmten Zeitzündern, Revolvern, Giftstoffen. Untersuchungsrichter Häusser entdeckt noch weitere Waffenverstecke in Zürich, wiederum bei Anarchisten. Im Bundesgericht Lausanne sind bis heute sämtliche Ermittlungsakten archiviert. Häusser scheut keinen Aufwand, lässt sogar mit den Bomben Sprengversuche durchführen. Sein Fazit: gefährliche Waffen in den Händen von gefährlichen Anarchisten. Anarchisten, damals die große Bedrohung. Anarchismus heißt ja eigentlich, Ich lehne Herrschaft von Menschen über andere Menschen ab. Grundsätzlich. Dann kann ich mich als Anarchist bezeichnen. Anarchismus heisst eigentlich Herrschaftslosigkeit. Und das ist ein breites Spektrum von politischen Bestrebungen. Man muss sich natürlich vorstellen, dass der Staat noch sehr viel mehr als heute patriarchal organisiert war, obrigkeitsgläubig. Und viele Leute, die sich irgendwie dem nicht einfügen wollten, sind als Anarchisten bezeichnet worden, sind auch als Bedrohung empfunden worden. Entsprechend scharf ist die Reaktion von Untersuchungsrichter Häusser. Ja.
Grüezi, können Sie mich mit dem Bundesanwalt Stempfli verbinden, bitte schön. Danke. Herr Bundesanwalt, Grüezi, Scheisser. Ja. Hören Sie, ich habe da etwas ganz Interessantes für Sie. Ja. Ich habe hier. Wir haben hier einen festgenommen. Der Oreste de Luca, wie er heisst. Ja, der hat uns da etwas gestanden. Ja, ja. Wir haben in ihrer Tasche da, in der Jacke haben wir dann Adressen gefunden. Wir haben Hausdurchsuchungen vorgenommen. Wir haben aufrührerische Flugblätter gefunden, Sprengstoff, Munition, Handgranaten und so weiter. Das ganze Programm, oder? Wo die Anarchisten immer gerade. Ja, genau. Jetzt wollte ich mit ihrer Einwilligung da vorgehen gegen die Leute. Geht das? Gut. In den Akten des Bundesgerichts sehe ich, Heusser verhaftet über 100 Anarchisten. Sie sitzen monatelang in Untersuchungshaft und schweigen hartnäckig. Heusser kommt nicht weiter. Er findet nicht heraus, von wem die Anarchisten die Waffen erhielten. Die Haftbedingungen sind harsch. Zwei Anarchisten begehen sogar Selbstmord. Und es gibt Berichte, wonach er Inhaftierte schlägt. Es hagelt Proteste. Selbst in der bürgerlichen Presse erscheinen kritische Artikel. Heusser muss sich rechtfertigen. Das Interview nachgestellt mit Originalzitaten. Ja, ich habe verschiedene Angeschuldigte wegen ihrem frechen und ungebührlichen Verhalten müssen in Dunkelarrest versetzen. Ja. Und was die kritisierte Verpflegung angeht, ja, der Übelstand ist natürlich ein Folge von der Kriegsrationierung. Oder? Und den Lesestoff musste ich denen auch müssen entziehen, weil die mit den Büchern untereinander haben korrespondiert. Er hat die Untersuchung sehr akribisch geführt, aber akribisch eigentlich nur in einer Richtung. Nämlich, er hat die Anarchisten-Szene in der Schweiz wirklich wollen radikal ausrechnen, radikal beseitigen. Das sagt er auch übrigens in seinem Untersuchungsbericht. Er wollte der Anarchisten-Szene im Auftrag vom Staat den Garaus machen. Er wollte die beseitigen. Wir wollten im Interesse des Staates einen harten Schlag gegen den Anarchismus führen. Interesse in seinem Lebensnerv. Viele Anarchisten leben damals im Exil in der Schweiz. Sie besitzt ein tolerantes Asylrecht. Zudem weigert sich die liberale Schweiz, politische Flüchtlinge auszuliefern. Die Anarchisten fühlen sich hier sicher. Organisieren sich neu. Die Schweiz ist so etwas wie das Homeland vom internationalen Anarchismus, weil da schon anfangs der 1870er Jahre die Fédération Jurassienne gegründet worden ist, eine anarchistische Strömung innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung. Also verschiedenste auch politische Flüchtlinge haben sich in der Schweiz aufgehalten, wie zum Beispiel die Revolutionäre aus dem Zarenreich oder die italienischen Anarchisten. Internationales Aufsehen erregt hat der Ermordung der österreichischen Kaiserin Elisabeth, von der populären Sissi 1898, durch einen Anarchist, der einfach dann reuelos gesagt hat, die Herrschenden müssen weg, die bringen Unheil über die Völker und wir brauchen eine ganz andere Gesellschaftsorganisation. Heusser lässt die Flugblätter analysieren. Er will die anarchistischen Drucker aufspüren. Das Ergebnis? Für Heusser eine große Enttäuschung. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Flugblätter auf Papier gedruckt worden sind, die nur aus Deutschland stammen. Aus Mangel an Arzt haben die Deutschen nämlich das Papier mit einem anderen Bindemittel, nämlich mit Zellulose, müssen ersetzen.
Darum konnten unsere Experten klar sagen, das Papier das stammt eindeutig aus Deutschland. Trotz der Deutschlandspur. Heusser reagiert nicht. Er konzentriert sich weiter auf die Anarchisten. Über Heusser wissen wir ja auch, dass er lange einer anderen Fährte auf der Spur gesehen ist, respektive, dass er auch Deutschland als Drahtzieher nicht weiter hat wollen verfolgen. Dann eine neue Wendung. In den Akten des Bundesgerichts sehe ich, im Juni 1918, ein halbes Jahr nach dem Waffenfund im Zürcher Estrich, denunziert die französische Spionageabwehr einen Hans Schreck. Dieser sei als deutscher Geheimagent in die Affäre involviert. Dr. Hans Schreck, alias Dr. Angst, alias Dr. Röhme, alias Dr. Feldmann. Der durchtriebene Spion besitzt eine Vielzahl von Decknamen. Trotz der Decknamen, Spion Hans Schreck wird verhaftet. Aus den beschlagnahmten Unterlagen geht hervor, Schreck, ein Meister der Fälschung. Er besitzt eine Vielzahl von Stempeln wie streng geheim und Siegel. Damit wandelt er zahlreiche harmlose Schriftstücke um in brisante Dokumente. Alles archiviert im Bundesgericht. Hans Schreck ist ein petit escroc. Hans Schreck startet eigentlich als kleiner Gauner. Er wächst als Waise in einem ärmlichen Quartier Berlins auf. Die Polizei verhaftet ihn mehrmals wegen Betrugs und Diebstahls. Rasch wird er zum raffinierten Betrüger. Son talent naturel, c'est ça. C'est vraiment l'escroquerie. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, findet er sofort eine Stelle beim Geheimdienst. Dort ist man begeistert von seinen Talenten. Schrecks Leben besteht quasi nur aus Lügen. Es ist extrem schwierig zu unterscheiden, was bei ihm echt und was gefälscht ist. Wir wissen, dass er zahlreiche Decknamen besaß. Und dass er bald zum Chef der deutschen Spionageabwehr in der Schweiz wird. Deutschland hat das aufgebaut, was an den Schweizerischen Bundesrat 1919 eine terroristische Abteilung des deutschen Generalstabs nennt. Also man hat versucht, direkt über Spionage und Sabotage dem Gegner einen Schaden zuzufügen. Die Deutschen haben ziemlich geschickt und vorausschauend verschiedene längerfristige Operationen organisiert. Man muss sehen, dass die Spionage ja verbunden ist auch mit Sabotage, mit Täuschungsmanövern, mit Propaganda. Das ist also ein ganzes Feld eigentlich auch von der Irreführung von dem Gegner, der ja Informationen sammelt über einen. Er soll möglichst auch getäuscht werden, in die Irre geführt werden. Aber wenn man sich mehr mit Spionage und verdeckten Operationen in der Schweiz beschäftigt, dann sieht man, dass der Leninzug der Anfang von einer vor allem von deutscher Seite praktizierte Strategie war, den Gegner im Inneren zu destabilisieren. Der russische Kommunist Lenin lebt als Flüchtling in Zürich. Er leitet den bolschewistischen Flügel der Kommunistischen Partei und will, dass Russland den Krieg einstellt. Was Sie jetzt erfahren, ist absolut vertraulich. Ist das verstanden? Denn im Gegensatz zum Zaren wollen die Bolschewiki aus dem Krieg austreten. Für Deutschland. Für Deutschland würde die Ostfront in Russland wegfallen. Der Kaiser könnte sein gesamtes Militär auf den Franzosen und den Engländer im Westen konzentrieren. Und auf die Amerikaner. Für Deutschland wäre es der dringend benötigte Befreiungsschlag. Dank Paulus haben wir diesen Revolutionär nun gefunden. Er nennt sich Lenin. Wladimir Iljitsch Lenin. Und lebt im Exil in Zürich.
Von deutscher Seite hat man die Überlegung gehabt, dass das ein idealer Zeitpunkt ist, um quasi Russland als Gegner auszuschalten, indem die Revolution das Land, das Imperium lahmlegt und damit als Kriegsgegner nicht mehr in Frage kommt. Das Ziel der Deutschen war es, Russland zu destabilisieren, indem sie den wichtigsten Feind des Zaren einschleusen. Der Leninzug. Das Deutsche Kaiserreich erlaubt den Bolschewisten Lenin und seinen Anhängern, quer durch Deutschland zu reisen, nach Russland. Begleitet von deutschen Offizieren. Aussteigen in Deutschland streng verboten. Der Leninzug ist ein gutes Beispiel, fast ein Paradebeispiel für die Instrumentalisierung des Gegners für die eigenen Zwecke. Lenin übernimmt in Russland die Macht. Der Zar wird gestürzt und ermordet. Lenin schließt mit Deutschland im März 1918 einen Separatfrieden. Für Russland ist der Weltkrieg beendet. Der Leninzug hat genau das bezweckt, was sie haben wollen. Revolutionäre sind nach Russland zurückgekehrt. Es ist zur russischen Oktoberrevolution gekommen, also zur bolschewistischen Revolution. Das hat das ganze Land aus der Fuge gehoben. Und schließlich ist auch genau das eingetroffen, was Deutschland wollte, nämlich ein Separatfrieden mit Russland in Brest-Litovsk 1918. Zurück zum deutschen Spion Hans Schreck. Vor seiner Verhaftung wohnt er im idyllischen Leissigen am Thunersee. Von hier steuert er sein Agentennetzwerk. Ich realisiere, Schreck ist nicht nur in den Zürcher Waffenfund involviert. Er wird auch Sabotageaktionen an Rüstungsbetrieben in Frankreich durchführen. Und er wird eine Reihe von Operationen gegen einen Schweizer Industriellen namens Jules Bloch organisieren, der im Auftrag der Franzosen Munition herstellt. Jules Bloch, ein erfolgreicher Uhrenfabrikant. Im Krieg bleiben die Kunden weg. Bloch stellt um auf Zünderproduktion. Es ist ziemlich einfach, die Uhrenproduktion umzustellen auf die Herstellung von Zündern. Genau das tut Jules Bloch. Er stellt in seinen Fabriken Zünder für Granaten her. Der Zünder ist der Teil, der auf der Spitze der Granate sitzt und die Explosion auslöst. Bloch beliefert Frankreich mit Zündern für Millionen und Abermillionen von französischen Francs. Diese werden vor allem in der Schlacht von Verdun von der französischen Artillerie eingesetzt. Der deutsche Spion Schreck versucht, Blochs Zünderexporte zu stoppen. Er ist ein Ziel für die deutsche Spionage. Sie wollen ihn ausschalten, weil er die französischen Kriegsanstrengungen unterstützt. Sie unternehmen mehrere Anläufe und versuchen, eine seiner Fabriken in die Luft zu sprengen. Das klappt nicht. Der Sprengsatz wird entdeckt. Auch in der Davos-Serie werden Zünder produziert. Was Hans Schreck nicht schafft, gelingt in der Serie. Ganz wichtig ist, dass eigentlich so ab 1917 die Spionageorganisationen selber in Krieg intervenieren mit
Sabotageaktionen selber eigentlich zu Kriegshandlungen werden, nicht mehr nur Informationen sammeln, sondern auch versuchen, direkt durch Ereignisse das Kriegsgeschehen zu beeinflussen. Niemand kann im anderen trauen. Es gibt eigentlich ein gespenstisches Spiegelkabinett von Spionage, Gegenspionage, von Information und Desinformation. Und das führt halt dazu, dass das Leben in dieser Spionagewelt auch sehr gefährlich wird. Methoden werden immer rabiater. Kurier können gar nicht mehr ohne Bewaffnung rumlaufen. Eigentlich kommen zunehmend Pistolen, man hat Bomben, man hat Äther und Gas, die man dann direkt auf der Ebene der Spionage versucht einzusetzen. Dann nochmals eine neue Wendung. In den Akten sehe ich, Untersuchungsrichter Häusser verhaftet einen angeblichen Anarchisten namens Erwin Bries. In Wirklichkeit aber ein englischer Agent. Bries überwacht für die Kolonialmacht England indische Anarchisten in Zürich. Ich sehe in den Akten, Agent Bries durchschaut Schrecks raffinierten Plan. Der Plan? Deutschland sucht die Nähe zu indischen Anarchisten. Diese kämpfen für die Unabhängigkeit von Indien gegen den deutschen Kriegsgegner England. Deutschland instrumentalisiert die indischen Anarchisten, ähnlich wie mit dem Leninzug. Alles fliegt auf, weil Spion Bries die indischen Anarchisten überwacht. Der Bries ist ja zu der Zeit, wo man davon redet, 1915 bis 1918, ist er als Spitzel für die englische Polizei unterwegs gewesen. Er hat den Auftrag gehabt, die Inder in der Schweiz auszuhorchen und ihre Bewegungen und ihre Informationen über sie zu melden nach London. Der Erwin Bries war eine sehr schillernde Figur. Er ist ein Studierter, also er hat eine schweizerische Staatsbürgerschaft erworben und nachher, heute würde man sagen, Kulturwissenschaften studiert. Indologie hat er sich interessiert, ein riesiges Wissen über den Orient. Und auf der Suche nach einer festen Anstellung ist er nicht ganz zufällig beim britischen Geheimdienst gelandet. Und so wird der Spion Bries getarnt als Anarchist. Zeuge, wie Deutschland indische Anarchisten einspannt. Und dann haben zwei von diesen Indern, Virendranath Chattopadhyaya, genannt Chattu, und Abdul Hafiz, die haben den Auftrag vom deutschen Generalstab, den Bombenplot zu organisieren. Das heisst, Bombenmaterial, Waffen und entsprechendes Geld in Zürich an italienische Anarchisten weiterzugeben. Die indischen Anarchisten bilden die Verbindung, den sogenannten Go-Between, zu den italienischen Anarchisten. Er erzählt selber, dass er in Zürich vom Inder Abdul Hafiz aufgefordert worden ist, mit ihm auf den Bahnhof zu kommen. Und dort haben sie in der Gepäckabteilung vom Bahnhof Zürich haben sie eine Kiste abgeholt, wo mit dem diplomatischen Kurier von Deutschland nach Bern spediert worden ist vorher und dann mit der SBB von Bern nach Zürich gekommen ist. Und haben die zum Bries in sein Büro gebracht. Und wo dann der Hafiz dann gegangen ist, hat der Bries die Kiste aufgetan und hat gesehen, dass es Sprengstoff ist. Und hat sofort der englische Generalkonsul in Zürich kontaktiert. Und der Generalkonsul hat ihm gesagt, machen Sie weiter, tun Sie die Sache genau beobachten, melden Sie, was passiert. Und es ist dann wirklich nach ein paar Tagen sind die Sprengmaterialien vom Hafiz zum Cavadini, das ist ein italienischer Anarchist in Zürich, verschoben worden. Nachdem wir nach wochenlangen Verhör der englische Agent, der Bries, endlich einmal die Wahrheit erzählt hat. Nämlich, dass er Zeuge geworden ist, wie das deutsche Konsulat Anarchisten hat, mit Bomben und Waffen beliefert. Habe ich mich an die Information vom Wachmeister Steiner erinnert, über die Handgranate mit der Aufschrift «Vorsicht, nicht verbeulen». Nach dem Geständnis von Spion Bries realisiert Häusser, die Rolle des verhafteten Schreck ist zentral.
Doch Spion Schreck versteht es meisterhaft, Häuser hinzuhalten. Er wisse von noch mehr Bomben und noch mehr Anarchisten. Vorsicht, nicht verbeulen. Aber für Details müsse er zuerst von seinen deutschen Vorgesetzten grünes Licht erhalten. Untersuchungsrichter Häuser wartet und wartet. Das Differenzierungsvermögen ist also sehr reduziert gewesen und er ist deutschfreundlich gewesen. Er hat zum Beispiel, wenn er so einen deutschen Agent Provocateur, wie der Hans Schreck zu ihm gekommen ist und Aussagen gemacht hat, ist er so begeistert gewesen, dass er den gerade wollte aus der Untersuchungshaft freilassen, was mit dem Anarchist nie passiert wäre. Er hat also eine extreme Parteilichkeit an den Tag gelegt. Immerhin realisiert Häuser, es ist eine verdeckte Spionageoperation des Deutschen Kaiserreichs. Doch inzwischen hat sie Schrecks Agentennetzwerk bereits nach Deutschland abgesetzt. Häuser kann die Helfershelfer nicht mehr befragen. Das Ergebnis von meiner Untersuchungen ist folgendes. Der terroristische Dienst, eine rein militärische Organisation, angegliedert an den deutschen Generalstab, engagiert das gefährlichste Milieu überhaupt, die Anarchisten, für Sabotage und Attentat durchzuführen im Findlichen Gebiet. Hochgefährlich. Ausgerechnet Anarchisten mit Bomben und Waffen ausrüsten. Der Leninzug war ja 1917 im April und die verdeckten Operationen mit italienischen Anarchisten in Zürich im 18. Und ich sehe dort ein Prozess des Lernens, dass Deutschland gemerkt hat, vordergründig geht die Rechnung auf. Also wir können eine innere Destabilisierung vom Feind herbeiführen durch die Exilgruppe, durch sehr radikale Exilgruppe. Und genauso hat man Hoffnungen in die italienischen Anarchisten gesetzt, weil man davon ausgegangen ist, dass sie eine Destabilisierung vom italienischen Staat, ein Absetzen vom König und damit auch ein Ausscheiden von Italien herbeiführen. Also es ist im Grunde genommen, wenn man sich das genauer anschaut, eine sehr ähnliche Taktik gewesen. Noch ist der blutige Krieg in vollem Gang. Wenn der deutsche Plan geklappt hätte, wenn die Polizei nicht zufällig das Waffendepot entdeckt hätte, der Krieg wäre wahrscheinlich anders verlaufen. Konkret hat man geredet von Anschlägen auf den Ministerpräsidenten, auf den Außenminister, von Anschlägen auf den Bahnhof von Milano und auf die Banca d'Italia in Rom, wo dort die Goldreserven gelegen sind. Das hätte sicher die italienischen Kriegsanstrengungen beeinträchtigt. Der Krieg gegen Österreich-Ungarn, gegen die Mittelmächte, hätte sich verlängert. Die letzten italienischen Siege auf dem Schlachtfeld wären wohl nicht passiert. Und Österreich-Ungarn hätte wohl nicht so rasch um einen Waffenstillstand am 8. November gebeten. Zurück ins Archiv. Zurück zum Dossier Schreck. Der durchtriebene Spion Schreck schafft es, die Befragungen immer weiter hinauszuzögern. Dann wird er vom Gefängnis in eine Klinik verlegt. Er sei nervenkrank, klagt er. In den Unterlagen sehe ich, was danach passiert. Schreck flüchtet aus der Klinikzelle und telegrafiert provokativ nach Zürich. Bin gut in Deutschland gelandet. Entschuldigen Sie meinen Schritt. Dr. Schreck. Ja, es ist richtig, dass ich seiner Frau einen unbeaufsichtigten Besuch in seiner Zelle gestattet habe. Ja, es gilt ja eigentlich das Ehrenwort des deutschen Offiziers. Nie hätte ich gedacht, dass die Frau ein 19 Meter langes Seil in seine Zelle schmuggelt. Es zeigt noch einmal mehr, wie der Häuser auf dem deutschen Auge eigentlich blind war. Er hat blind vertraut, was von Deutschland herkommt, was Deutschland macht. Und insofern steht der Schreck für mich eigentlich als Zeichen dafür, dass der Häuser wirklich
diese Seite systematisch ignoriert hat. Ja, ich habe den Besuch nur gestattet, weil ich das Interesse des Staates im Auge behalten will. Ich bin davon ausgegangen, dass unsere Untersuchung über den Sprengstoff und die Handgranaten und so weiter das Spionageverbrechen von Dr. Schreck an Wichtigkeit weit übertrifft. 1918, wo die Untersuchungen, Ermittlungen stattfinden, befindet sich die Schweiz auch in einer sehr vulnerablen Situation. Sie ist nicht losgelöst von der europäischen Entwicklung zu verstehen. Wenn man sich genauer anschaut, laufen schon seit 1917 regelmäßig Streiks, Demonstrationen, Unruhe auf der Strasse, auch Hungerprotest, also wegen der Lebensmittelknappheit und Versorgungsengpässe. Also in der Schweiz brodelt es sozial in dieser Zeit. Da muss man natürlich, wenn man das so erläutert, muss man gleichzeitig auch überlegen, wann hat das Ganze stattgefunden. Das ist ja im Sommer 18 bis im Frühsommer 19 gesehen. Das heisst, wir haben eine Zeit, wo soziale Unruhe sind in der Schweiz, wo ein Landesstreik stattfindet im November 18. Der Landesstreik. Der Bundesrat bietet die Armee auf gegen streikende Arbeiter. Das Bürgertum lebt in Angst vor einer Revolution. So auch der bürgerliche Untersuchungsrichter Häusser. Der Häusser hat sich beauftragt gefühlt, quasi die Bedrohung in der Schweiz zu beseitigen. Die Spannung ist spürbar. Und die Prozessermittlungen gegen die Anarchisten werden ja von einem klar bürgerlichen Untersuchungsrichter geleitet, Häusser. Nun sagen wir, das Ganze ist in diesem Kontext äußerst heikel. Dann endlich, November 1918, Frieden. Deutschland und Österreich-Ungarn haben kapituliert. Der Krieg ist vorbei. Das internationale Kräfteverhältnis hat sich so verändert, dass Deutschland den Machtstatus verloren hat, dass man auch in der Schweiz eigentlich nicht mehr auf die gesetzt hat. Die Stimmung ist recht antideutsch geworden, was vorher wirklich anders war. Man hat zum Teil auch Wut auf die Deutschen. Und so ist so ein Prozess einfach in einer anderen Stimmungslage dann über die Bühne gegangen. Jetzt erst findet der Prozess über den Waffenfund im Zürcher Estrich statt. Im Juni 1919. Trotz der Flucht von Spion Schreck und seinen Helfershelfern. Angeklagt sind 20 Anarchisten. Für den Hauptangeklagten fordert der Staatsanwalt 5,5 Jahre Gefängnis. Der Prozess endet mit einer großen Überraschung. Das Bundesstrafgericht findet, Häusser könne nicht beweisen, welche Anarchisten tatsächlich in die Attentatspläne eingeweiht waren. Wenn die deutschen Drahtzieher vor Gericht gestanden hätten, wäre es anders gekommen. Das Gericht hat nachher festgestellt, dass die Fakten, die der Häusser auf den Tisch legt, in keiner Art und Weise reichen für eine Verurteilung. Er hat wie gesagt, die Untersuchung gegen die Anarchisten ins Zentrum seiner Anklage gestellt, hat sich aber für die deutsche Spur nicht interessiert. Die Anklage ist zusammengebrochen und der Bundesrichter Soldati hat tatsächlich verstanden, eben den rechtsstaatlichen Grundsätzen Nachdruck zu verschaffen. Und da ist eben erstaunlich feststellen, dass die schweizerische Justiz in einer Rechtsförmigkeit geschaffen hat, wo ich eigentlich beeindruckt bin, dass man gesagt hat, in diesen Prozessen, wenn da keine Beweislage da ist, wenn das irgendwelche herbeifantasierte Zusammenhänge sind, wo man einfach nicht kann substanzieren, so sind bei dem Prozess nachher eigentlich der grösste Teil von den Anarchisten ist freigesprochen worden. Für Häusser eine große Schlappe.
Das hartnäckige Abstreiten und Lügen von den gefährlichen Anarchisten hat leider zu diesen Freisprüchen geführt. Ja. Aber der Dr. Schreck hat mir noch gestanden, übrigens, dass es noch weitere Waffenverstecke gegeben hat. Er hat gesagt, er sei an Dienst eingebunden. Leider. Der Häusser hat vor Gericht ja eigentlich verloren, wenn man das so krass sagen darf. Aber in der Meinung vom Staatszürcher Bürgertum hat er gewonnen. In dem Sinn nämlich, dass er gezeigt hat, dass er gewillt ist, scharf und hart gegen die Linke vorzugehen. Er ist dann prompt, kurz nach dem Prozess, zum Polizeichef der Stadt Zürich gewählt worden. Er hat dann Probleme bekommen mit dem roten Zürich, mit dem sozialdemokratisch regierten Zürich. 1928 ist er nicht mehr bestätigt worden als Chef der Polizei. Ich würde sagen, das ist so durch beide Faktoren, politische Einstellung und professionelle Unfähigkeit bedingt gewesen. Man hätte ihn auch nicht mehr eigentlich so gut können brauchen auf so einem Posten. Und das offizielle Deutschland? Im Berner Tagblatt behauptet der deutsche Botschafter, es habe nie eine Zusammenarbeit mit Anarchisten gegeben. Dank der Archive in Deutschland, die zugänglich sind, weiss man, dass die Behauptung der Deutschen, sie hätten nichts davon gewusst, völlig falsch ist. Also es gibt Korrespondenzen vom damaligen deutschen Gesandten in Bern. Ja, also das Dementieren von solchen verdeckten Operationen ist auch Teil des Spiels. Sowohl im Ersten Weltkrieg wie auch jetzt. Begleitet wird das immer auch mit einer ganz grossen Desinformationskampagne. Und die sind absolut vergleichbar zwischen dem Ersten Weltkrieg und der heutigen Situation. Beispielsweise der Überfall von Russland auf die Ukraine. Ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Auch hier verdeckte Operationen. Wie die Explosion der Nord Stream Pipeline. Es ist eine Geheimdienstoperation, ein Sabotageakt. Aber von wem? Es gibt mehrere Spuren. Die Geschichte wird es uns vielleicht eines Tages zeigen, wer dahinter steckt. Aber das sind sehr aktuelle Operationen. Da gibt es vermutlich haben die Russen den grossen Vorteil. Nachher sagen die Leute, nein, das ist die Ukraine, die haben den grösseren Vorteil. Das ist wirklich so unter dieser Dunstglocke von Vermutungen über die Strategien der einzelnen Länder. Was immer klar ist, es geht darum, Verunsicherung zu schaffen. Also ich denke, verdeckte Operationen gehören zum Standardrepertoire von Nachrichtendiensten und von Regierungen. Also es ist wenig überraschend, dass auch im Krieg, der jetzt herrscht, verdeckte Operationen sowohl im Feindesland als auch in den benachbarten Ländern stattfinden. Was passierte nach dem Prozess mit dem englischen Spion Erwin Bries, frage ich mich. Er, der damals die verdeckte deutsche Operation enthüllte. Der Bries muss man eigentlich als tragische Figur bezeichnen. Er ist eine von den Figuren, die in dieser Spionagewelt vom Ersten Weltkrieg nicht untypisch ist. Er ist auch oft mit der Polizei in Konflikt geraten, mit Nachtruhestörung, Schlägereien, Handel mit pornografischem Material. Man hat ihn auch wegen Urkundenfälschung angeklagt und so weiter. Also er hat wirklich Füße nicht mehr vom Boden gebracht. Und das Schicksal des geflüchteten Spions Hans Schreck? Er setzt seine Karriere im Nachrichtendienst fort. Er organisiert weitere Täuschungsmanöver, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Völkerbund in Genf. Er mischt sich auch ein in die Innenpolitik Großbritanniens. Des affaires politiques en Grande-Bretagne. Der Hans Schreck war ein Agentennaturell. Der hat gerne irgendwo brilliert, in diesen wichtigen Kreisen der Gesellschaft, überall angedockt, Informationen rausgeholt. Wir finden seine Spur nochmals im Jahr 1932, diesmal in den Archiven des französischen Geheimdienstes. Es gibt dort einen Bericht, der sagt, dass Schreck in Saint-Louis, also in der Nähe von Basel,
ich zitiere, liquidiert wurde. Wahrscheinlich von französischen Agenten, die ihn seit einiger Zeit im Visier hatten. Liquidiert durch den französischen Geheimdienst. Auch die Karriere des Spions und Meisterfälschers Hans Schreck endet im Alter von 52 Jahren tragisch.